Deswegen habe ich diese Gegnersorte gehasst. Jetzt können wir die packen und umwerfen. Du dreckiges Ding. Drecksteil. Okay. Behindert, du krankes Mistteil. Fick dich. Boy. Und hier gibt es nichts, okay. Also wegen Geld bin ich da jetzt hochgegangen. Okay, ich bin bald tot, wenn ich das gerade so sehe. Irgendwo speichern, sonst hat die eine Arschkarte gezogen. Deswegen habe ich auch diese Welt manchmal gehasst. War nur wegen den Krebsen. Das war echt der einzige Grund, warum ich diese Welt manchmal gehasst habe. Gibt's hier nichts für mich? Fleisch oder so? Zum Glück, bisschen Fleisch. Dreckiges Teil. Da gibt es Fleisch oder so. Eigentlich wollte ich kein Geld, aber naja. Wenigstens etwas. Ich brauche irgendwie Fleisch, sonst verkacke ich hier oder einen Speicherpunkt. Ein Speicherpunkt wäre mir lieber. Kann ich wenigstens speichern. Hallo? Okay. Eigentlich. Oh, okay, wir sind gleich da. Okay, haben wir dann auch. Mit Geld, okay. Da gibt es hier nichts mehr. Da endlich, das ist die Angestelle. Jetzt muss ich nur noch den Krebs fangen, der sich mit dem Schrein davon gemacht hat. Aber du warst keine Harpune, oder? Hier liegen viele kaputte herum. Probier mal eine davon denen. Danke, Kleine. Hier will ich jetzt mal versuchen. Ich wollte eigentlich noch was machen. Okay, oh, das ist es. Das ist unser Todeskandidat. Fertig, los.
uns mal um sein Leben drücken. Komm, noch einmal umfallen, dann hab ich dich. Ich hab ihn. Ich glaube, das ist er auch, oder? So ein Riesen. Okay, das ist er nicht. Das ist nicht. Da ist kein Schrein drauf. Oder ist es ein Schrein? Okay, hab ihn. Den kriegst du mit der Schreininsel. Ich wusste, dass du es schaffst, Jäger. Jetzt muss ich nur noch auf die Insel gehen und den Schrein finden. Das muss der Schrein sein. Da drin glitzert noch irgendwas. Da sehe ich doch mir mal näher an. Ja, okay. Die Musik gefällt mir richtig. Es sieht nicht so aus, als ob es hier irgendwelche Schlösser oder Fallen gäbe. Super. Der dritte Kristallstein gehört uns. Okay. Am besten bringe ich den Kristallstein sofort zu L zurück. Die anderen Kinder haben sie bestimmt im Grund und Boden gespielt. Haha. Fred, es gibt Ärger. Gerade ist ein Kurvaschiff aufgetaucht. Oh nein, ich muss sofort zurück zum Waisenhaus. L, bist du in Ordnung? Ja, mir geht's gut. Aber die Kinder sind total verängstigt. Keine Sorge, wir sind hier, um euch zu beschützen, okay? Macht euch keine Sorgen, Kinder. Okay. Ja. So trifft man sich wieder, kleiner Dreckskerl. Glaub ja nicht, dass es nochmal so Hindenburg-Aktion wird. Diesmal bist du erledigt. Du, ich glaub's nicht. Ich werde dafür sorgen, dass du mich nie wieder weggehst. Raketen breit machen, Feuer! Durchgeknallten Hund. Ja. Ist er behindert? Geht in Deckung, Kinder. Oh. Der Ball hat einfach sich um. Das ist nicht nur ein Waisenhaus, sondern eine ganze Stadt. Ich stelle das Feuer ein, wenn du alle Kristallsteine rüberwachsen lässt. Ja, du darfst nicht keinen Ball geben. Wir haben keine Wahl. Wir können nicht all diese unschuldigen Leben riskieren. Wir geben ihnen die Kristallsteine. Nein! Du kannst doch immer noch das Opferritual vollziehen, solange wir das Amulett haben, oder? Dann lass uns Laris einfach mit dem Opferritual versiegeln. Das ist zwar möglich, aber das Ritual ist... Ey, es wird schon gut werden. Gut gehen. Solange wir diejenigen sind, die zuletzt lachen, haben wir gewonnen, richtig? Ja. Richtig. Das ist so furchtbar. Ich mag zwar gemein sein, aber ich bin nicht großartig. Bösartig. Dieser Plan hat nichts Schönes an sich, nicht den Hauch von Eleganz. Das ist doch diese alte Hexe. Du meinst wohl die junge Dame. Du da, los, gib die Kristallsteine her. Hier. 1, 2. Braver Welpe, nimm's nicht persönlich, okay? Sehr gut, es wurde bestätigt, dass es die Kristallsteine sind. Wie dem auch sein, eure Zeit ist gekommen. Was? Ach du meine Güte, was soll das heißen? Hey, ich bin auch noch hier unten. Ach, dich konnte ich noch nie erleiden. Jetzt kann ich alle lästigen Fliegen mit einer Klappe so ein verrückter Bastard. Die Kristallsteine werden wir uns aus dem Trümmer wieder rauspicken. Oh, was geht nur in diesen Knalltüte hervor? Sprecht euer letztes Gebet, ihr lästigen kleinen Würmer. Feuer! Ja. Alle mal her, bleibt dicht bei mir. Der Schlag soll sie treffen. Nein! Das werde ich nicht zulassen. Das war doch mal episch.
Raketen richten keinen Schaden an. Keine Ahnung, was hier vor sich geht, aber Feuer, Feuer! Dreckswelpe. Hell! Das ist ein Zauberspruch wie ein Schild. Ich werde so viele Raketen wie möglich aufhalten. Aber ich halte nicht mehr viel länger durch. Bald euch geht! Verstanden! Gott, dieser vermaledeite Grumpf. Hey du, bitte hilf den anderen zu entkommen. Was? Ich glaube, du fragst da die falsche Miezekatze, du Hühnchen. Bitte, wenn du uns hilfst, darfst du auch die Kristallsteine behalten. Versprochen. Na gut, Süßer, das ist aber nur ein einmaliger Deal, klar? Super, danke. Echt unerwartete Wendung. Hihihi. Also gut. Ich glaube, ich kann das Schiff nun über das Schiffsfraktum erreichen, oder? Jägerett, nimm das und sei vorsichtig. Der Schlüssel zum Schiffsfraktum, danke. So, okay. Erstmal so weit wie möglich nach unten. Ja, okay, wir sehen uns gleich wieder. Okay, es geht weiter. Erstmal so weit wie möglich nach oben und dann mal sehen, wie ich den Beschuss stoppen kann. Wie ich diese Gegner dort da oben hasse. Ich hasse die so abgrundtief. Fick dich. Okay. Klar. Leck Eier. Was leuchten sehen. 100 Ringe, danke schön. Erstmal alles untersuchen, das mag ich am liebsten bei RPGs. Wieso kann ich das nicht auf den Wichser da werfen? Okay, da ist das verdammte Kriegsschiff. Höher als ich dachte, sollte ich versuchen, irgendwie aufs Kriegsschiff zu kommen? Nein, das würde zu lange dauern. Was soll ich bloß tun? Ich weiß, vielleicht kann ich das Schiff aufhalten, indem ich die Maschinen drauf fallen lasse. Hier, so eine Riesenmaschine oder was? Warte mal. Erstmal alles hier untersuchen, erstmal alles angucken. Wusste ich doch. 5 P-Kristalle. Das habe ich nie gewusst, was da ist. Dazu habe ich das nachgeguckt. Jetzt nochmal nachgeguckt. Alles klar, nimm das. Und das jetzt. Pumps. Feuer, Feuer, gohoho. Kapitän, von oben kommt etwas Großes auf uns zugerast. Gohoho. In your face, du dreckiger Bastard. Diese kleine Plage hat mir tatsächlich das Leben gerettet. Ich glaube, ich stehe in eurer Schuld, ihr kleinen Unruhestifter. Lady Opera, ich bin hier, um euch abzuholen. Tut mir leid, Jungs, aber die Kristallstände nehme ich trotzdem mit. Verschwinden wir von hier. Tihihi, tihihi, bim bim bim. Puh. Hell. Red. Oh, süßes Paar. Das weiß ich noch. Sind alle Kinder in Sicherheit? Ja, alle. Dank dir, L. Das war ganz schön beeindruckend, Red. Beeindruckend. Danke. Puh. Bist du sicher, dass es dir gut geht? Ja, solche starken Zaubersprüche sind nur sehr anstrengend. Wenn ich mich ein wenig ausruhe, werden das Nono und ich uns schon wieder erholen. Ein Glück. Komm, lehn dich erst mal gegen mich. Danke. Oh, tut mir leid, was habe ich getan?
Das Amulett. Hä? Okay, Laris, oder was geht dir denn jetzt ab? Was? Impossible hat sie gesagt, oder was hat sie gesagt? Impossible oder so. Labor, Golden Rohr. Opora meldet, dass alle Kristalle, dass sie alle Kristallsteine hat. Gut, sobald wir Els Amulett haben. Endlich können wir die Powerzelle vorstellen. Hehe. Und dann wird Laris. Ganz genau. Ich bin einen Schritt näher, von dem Schicksal meines Clans befreit zu werden. Freue dich nicht zu früh. Noch haben wir es nicht